So, wunderbar. Jetzt haben wir insgesamt 1.100 Euro und die werden wir gleich einzahlen bei der Reisebank. Und das wird hoffentlich umsonst sein. Was ich jetzt dazu brauche, ist allerdings nicht die Kreditkarte, sondern ich brauche die Girokarte dazu. Die habe ich hier dabei. Danke Ihnen, lieber. Und Pierre, mein lieber Assistent, wird sich jetzt auf der anderen Seite hinstellen und einfach mit mir mitkommen und dann wir schauen mal, wie es funktioniert. Hallo, ich bin wieder zurück. Ich möchte gern Bargeld einzahlen auf die Partnerbank. Die Karte dazu, oder? Ja, und den Ausweis. Reisepass geht auch, oder? Den habe ich nämlich dabei wegen der Reise. Wie viel denn? 1.100 sind es. Der Bankmitarbeiter wird gleich aufstehen und nach hinten gehen, um das Geld zu prüfen. Zu prüfen, ob es echt ist. Das ist eine gute Gelegenheit, Sie mit Zusatzinformationen zu versorgen. Sie können nämlich bei der Indiba über die Reisebank Bargeld kostenfrei einzahlen, so häufig und so oft Sie möchten. Einzig die Voraussetzung, die wichtig ist, der Betrag muss zwischen 1.000 und 25.000 Euro liegen. Dann übernimmt die Indiba für uns smarte Bankkunden die Kosten. Im Übrigen können Sie auch Münzen einzahlen. Bis zu 50 Münzen werden über die Reisebank auf einen Schlag angenommen. Hier auch wieder wichtig, der Betrag muss insgesamt über 1.000 Euro sein, damit die Einzahlung für uns kostenlos ist. Nun wäre ich gefragt, was meine Adresse ist. Ja, das ist richtig. Die Daten des Einzahlers, Name, Geburtsdatum und Adresse, die werden einfach erfasst. Kommt es öfter vor, dass da jemand dann bei der Inkliebe einzahlt? Ständig sogar, cool. Ich finde es auch klasse. Hallo Ringo. Du, ich bin gerade bei der Reisebank noch kurz Geld einzahlen. Entweder du kommst kurz mit dazu oder ich hol dich hinterher ab. Das dauert nur einen kleinen Moment. Und sie erfassen quasi jetzt von meinem Ausweis die ganzen Daten, oder? Damit man weiß, wer das Geld eingezahlt hat. Ja, das ist ja in Ordnung. Genau. Also ohne Ausweis kann ich auch nicht einzahlen. Nur die Girokarte langt nicht. Okay. Mhm. Das kann jemand anders aber auf ihr Konto einzahlen müssen. Ah, okay. Also man muss einfach sagen, wer man ist. Genau, okay. Der Einzahl ist eigentlich egal. Und braucht er denn auch die Girocard oder kann er sozusagen eine Fremdeinzahl? Der braucht auch die IBAN. Bitte, ich habe es nicht ganz verstanden. Die IBAN, okay. Ja, danke. Und auch vielen Dank fürs Einzahlen. Das hat so hervorragend geklappt. Werde ich weiterempfehlen. Danke. Okay, tschüss. Ja, das hat natürlich großartig geklappt. Wir haben sogar noch Zusatzinformationen bekommen. Ich bin gespannt, wie Ihnen der Clip gefallen hat. Wenn Ihnen der gefallen hat, dann bitte ich um einen Daumen nach oben. Wenn Sie mehr davon sehen wollen, zwei Dinge. Einmal unseren Kanal abonnieren, das kann man hier. Und natürlich reinposten unter dem Video oder dementsprechend unter unserem Blogbeitrag auch, wo wir noch Zusatzinformationen zu der Einzahlung reingeschrieben haben. Einfach Ergänzung schreiben, das, was Sie vielleicht gerne sehen wollen, was Sie gerne wissen wollen oder was Sie selber für Erfahrungen mit den Bareinzahlungen bei der Indiba gemacht haben über die Reisebank. Dankeschön.